So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS2. Wir legen direkt mal los, ohne lang zu schnacken. Denn ich habe keinen Plan mehr, was wir jetzt gemacht haben. Level 22, sehr gut. Wir haben keine Mission. Okay, wir hatten die Mission also abgeschlossen gehabt. Mal gucken. Genau, wir wollten eine Garage kaufen. Ja, siehst du, war gut, das mit genau, ja, perfekt. Easy. So funktionieren Erinnerungen setzen. Okay. Ja, wir waren aber noch nicht bei der Bank. Ne, wir waren noch nicht bei der Bank. Gut. Dann kaufen wir erstmal hier. Naja, kaufen. Wir holen uns erstmal ein paar Kredite. So. Und dann180.000, genau. Sehr schnieke. So. Dann würde ich mal sagen, wir besorgen uns locker zwei weitere mit dem Geld, das wir haben. LKWs. LKW-Händler. Die Frage ist. Warte mal kurz. Wir haben ja jetzt LKW-Manager. Vier haben wir bereits. So, und die Idee ist ja, dass wir bei der jetzt hier Volvos einsetzen, bei der nächsten Garage nehmen wir mal eine andere Firma. Das wäre dann jetzt natürlich die Frage, welche Firma wir nehmen. Dazu gehe ich aber erstmal in den LKW-Browser und gucke mir die ganzen Dinger mal an. So. Hier haben wir unseren schönen LKW, den wir auch aktuell besitzen. Das andere wäre dann ansonsten Scania. Da würde mir wahrscheinlich am ehesten. Der ist ein bisschen sehr hoch. Die Frage ist: Bei den Scania haben die verschiedene technische Daten? Oder gehen die beide bis 730? Ja, die gehen beide bis 730 PS. Dann würde ich mir nämlich lieber eher den mit der kleineren Kabine holen. Also mit der etwas flacheren Kabine. So, dann müssen wir mal gucken, ob die hier Unterschiede haben. Okay, der hat die gute alte Kabine, so wie ich sie unter anderem kenne. Und was hast du denn für eine Kabine? Der hat tatsächlich auch die gleiche. Ja, gut, dann ist es dann nehmen wir uns, wie gesagt, auf jeden Fall den mit die. Ja. Der geht auch bis vier Achsen. Achso, ist ja nicht der große. Der kleine geht aber auch bis vier Achsen. Ja. Ja, doch, der kleine sieht schon. Ne, der große sieht so groß aus. Die Frage ist, warum ist der so groß? Er ist einfach nur höher, ne? Ich meine, größere Tanks oder so kann er ja nicht haben, weil die sind ja hier hinten. Und größere Motor haben wir gesehen, ja, beide die gleichen Motoren. Also warum ist der höher? Was hat der, was der andere nicht hat? Scania S, Scania R. Ja gut, vielleicht mal gucken. Also das wäre auf jeden Fall eher mein Kandidat. Der sieht schöner aus von der Optik. Wie gesagt, der ist einfach zu lang gezogen, finde ich. Das passt optisch nicht so ganz. Was haben wir denn hier bei anderen Firmen so zur Auswahl? Der Mercedes New Actros zum Beispiel. Wir könnten ja auch bei der nächsten Garage erstmal den hier holen. Ich meine, ich persönlich würde mir zwar keinen Mercedes holen, aber ich meine, bequem sieht er schon aus, ne? Aber
Ich habe mich halt schon zu sehr auf Volvo eingeschossen. Von daher. Haha. Ah, nee. Ja, MAN ist natürlich potthässlich. Aber ich glaube, MAN werde ich definitiv nicht nutzen. Das Innere sieht auch nicht so gerade so überzeugend aus. Ist was für, zwar schön geräumig und so, okay, ja. Aber wie gesagt, es sieht halt vom Außen und auch das Bedienpult beides potthässlich. Ich meine, das Bedienpult geht einigermaßen, aber man hat hier nur so einen kleinen Infobildschirm, wo halt, ne? Jetzt nicht so viel, halt, was? Nein, ich wollte darauf. Ja. Das ist genau das gleiche, nur ein bisschen anders. Der sieht ein bisschen von vorne schon mal schöner aus als der hier. Er sieht einfach nur scheiße aus. Das geht tatsächlich. Also wenn holen wir uns wahrscheinlich den hier, wenn wir uns irgendwann Mercedes meine Damen und Herren, MAN holen. So, was natürlich auch noch eine Option wäre, DAF. Gerade der hier sieht ja auch relativ schick aus. Vor allen Dingen hat der halt so eine, die witzigen, die sehr süßen neuen hier, diese Innendinger. Wo ich nicht weiß, ob das gut oder böse ist. Warum spiegeln sich drinne Wolken? Oder ist es einfach Staub? Ne, sind Wolken. Wo ich nicht weiß, ob das wirklich an der Presse so geil ist, weil, wie gesagt, habe ich ja schon, glaube ich, mal angesprochen, dass du die Dinger hier, weil die halt so klein sind, relativ schnell vergisst und dann damit überall aneckst. Weil du die gar nicht so im Kopf hast, wenn du irgendwo abbiegst, dass da noch was dran ist. Ich meine, gut, wie gesagt, hier sieht wahrscheinlich aus, dass das hier könnte vielleicht Weichgummi sein, dass die Dinger quasi gelagert sind, aber trotzdem blöd, wenn du da andauernd an irgendwelchen Laternen hängen bleibst. Erstens ist das halt nicht an sich nicht schön und zweitens hast du dann hier irgendwann, dass dann der Lack abplatzt und alles. Und wenn du dann mit 180 in der Stadt durch die Kurve fährst, was halt völlig normal ist, naja, dann kann das Ding halt auch schon mal brechen. In meiner Welt ist das normal. So, ich würde tatsächlich als erstes. Schwere Entscheidung. Ich glaube, wir holen das uns als erstes doch erstmal Scania. Ja, wir holen uns als allererstes doch Scania. So, das heißt, LKW-Händler, Scania. Da haben wir noch gar keinen Händler entdeckt, oder? Also doch, müssen wir ja. Sonst wäre es ja hier nicht in der Auswahl. Da oben. Online kaufen. So, wir holen uns erstmal das R. R normal, genau. Das sieht auch interessant aus. Ja, 2019. Aber nee, der sieht halt auch protestlich aus. Der hier, das ist der einzige, der wirklich optisch schön aussieht. Das da. Das ist ja dieser langgezogene. Aber hier, bei der Ausbaustufe sehen beide gleich aus. Ja, ich habe Angst. Ja, wie gesagt, wir führen uns mal das R-Modell. Darauf haben wir uns jetzt verständigt. Also wird es das auch sein. So. Aha. Ja, wir gehen gleich mal mit. Ne, gehen wir mal nicht. Wir bleiben mal erstmal. So. Siehst du, haben wir eigentlich die anderen Max, diese, wie sind eigentlich die LKWs? Die haben auch 500 PS schon, also auch schon etwas stärkere Motoren. Jetzt nicht so stark, ja, muss man sagen, aber zumindest schon mal stärkere. Oder sind das diese Standardmotoren? Haben die standardmäßig schon 500 PS? Gute Frage. Ne, genau, schaltmäßig haben sie nämlich hier
Unter 500. 500 ist also schon gehobene. Okay. So. 500 klingt aber auch vernünftig, ne? Also jetzt hier mit 370 PS brauchen wir nicht anfangen. So. Okay. Ich würde tatsächlich erstmal so bleiben. So, Farbe. Was nehmen wir denn als Farbe? Blue. Blue. Blue Ocean, okay. Cardinal Red. Nirvana Yellow. Eucalyptus Green. Ist ja süß. ich würde tatsächlich. Ich glaube, wir nehmen Rot. Schwarz wie die Nacht. Sehr geil. Coffee Brown. Ja, schon schöne Farbauswahl haben die hier. Das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Die Frage ist, für was entscheiden wir uns? Ich sag grün. Bestätigen. So. Kaufen. Der hat jetzt 500 PS, ne? Hoffentlich. So, und in Genf kommt der jetzt erstmal hier hin. Bam. Und dann machen wir das gleiche nochmal in. Na, einfach mal gelb. Bestätigen. Kaufen. Bam. So. Das sieht doch gut aus. Weg damit. Jetzt brauchen wir bloß noch zwei Fahrer und dann sind wir glücklich. Lalalala, ab ins Agentur. Fahrer einstellen. Oh mein Gott, was ist das denn für eine Auswahl? Die sehen ja alle komisch aus. Oh mein Gott. Mir ist gerade irgendwie nicht so wohl. Gut, auf jeden Fall besser was. Erstmal hier eine Frauenquote. So, du kriegst den gelben. Ist sie bestimmt mit einverstanden. Und ansonsten sieht halt einfach er ja am sympathischsten aus. Von daher, let's go. Bumm. Hätte man das erklärt. Okidoki. So, Fahrermanager. Genau. Fernfahrt und Fernfahrt. Schnieke. Unsere beiden Sympathischen. Das sind gesunde Lächels. Lächeln. Lächeln. Jürgchen. Das passt doch wie der Faust auf der Auge. Okidoki, dann haben wir jetzt zwei neue LKWs in unserer Flotte, damit die mal langsam endlich mal anfängt zu wachsen und wir haben nur noch 10.000 Dollar übrig. Das ist gar nicht so viel, aber das war es auf jeden Fall wert. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, Auftragsangebot, Fracht, wie sagen wir, achso, weil wir den Auflieger gerade gar nicht dran haben, Aufliegermanager. Container. Achso, müssen wir erstmal wieder zurück zu unserer Garage fahren, ne? Ha! Lalalala, wo sind wir da? Ach, schön, jetzt haben wir zwei Garagen, jetzt können wir zwischen die beiden hin und her springen. Schnellreise. Let's go. So.
Okay, Auflieger. Yep. Guckt euch das an, ey. Das ist der LKW. So, mal schon gespeichert. Ja, Schnieke. Yep. Wir werden definitiv bei dem Volvo bleiben. Der sieht so geil aus. Was wir mal gucken könnten, wir hatten doch. Warte mal kurz, ich kümmere mal kurz ab. Das war T. Wir hatten ja so eine neue Rundumleuchte für oben, ne? Die würde ich gerne mal benutzen, weil die wir haben, die sieht halt hässlich wie die Nacht aus. Hoffentlich können wir das mit den 10.000 Dollar, die wir noch haben, also nicht mal 10.000, uns leisten, aber so teuer dürfte das Ding ja nicht sein, oder? 120.000 Euro. Der Pate. LKW-Konfigurator. Das Ding da. 4.000, siehst du. Easy. Ich kriege sogar ein bisschen was zurück für das alte. Da sind wir gerade mal bei 2.000 Euro. Das ist doch geil, genauso soll das sein. Easy. Ja. Bestellen direkt. Weil wie gesagt, das alte Ding, sieht halt aus. Sie sieht halt, ne? Hässlich wie die Nacht. Und so sieht das schon viel besser aus. Ja. Direkt speichern. So, jetzt müssen wir nur zu unserem Auflieger wieder und den wieder ankuppeln. Was? Achso, wegen Schlafen, ne? So. Ja. Sieht gut ausgerichtet aus. Ich kann direkt rückwärts fahren. Leider nicht. So, ich bin da. Ein bisschen zurücklenken. So. Man hat die Kurbel gar nicht gesehen. Egal. So. Okay. Dann gucken wir mal jetzt Auftragsangebot, Frachtmarkt. Was wir denn so transportieren können. Gut, da waren wir noch gar nicht so häufig, von daher würde ich mal sagen, ja. Achso, jetzt hat er wieder hier irgendwas ganz anderes ausgewählt. So, mal gucken, was es noch für Alternativen gibt. Die gleiche Richtung, das geht nach da oben, das geht. Ich würde mir halt wünschen, es gibt irgendwas, was in die Richtung gehen würde, aber sieht nicht so aus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch mit dem hier vorlieb nehmen. Als dann die Leichtel. Okay, wir fahren los. Let's go. Ach, direkt da vorne. Okay.
ab. Demnächst rechts abbiegen. Oh! Biege nach rechts ab. Der hat genau den gleichen wie wir. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, Frachtmarkt. Ja, let's go. Halt. Da hinten irgendwo. Ich schätze mal, wir müssen... Ja. Wir müssen wieder hier so komisch wenden, damit wir da gut reinkommen. Weil sowas wäre es am günstigsten, rückwärts auf den Hof raufzufahren, gell? Ach, da ist die weiße Linie, okay. Dann war das natürlich wieder zu stark. The Gout of the Blinker. So sollte es doch gut passen. Leg ich hier dauernd falsch rum, was ist denn los? So. Genau, jetzt noch einpacken. Also jetzt wie noch ein Spurbel, mit der sollte das Ganze noch gut aussehen. Ja, passt. So, nicht abkuppeln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eigentlich wollte ich gerade bremsen. Danke dafür. So. Um das auf deine Frage zu überspringen. Aber ich stehe doch drinnen. Ah, nicht, ich nicht. So. Motor abschalten. Und jetzt mit Enter. Bestätigen. Gut, das war ja mal eine Aktion, Alter. So, let's go. 2000 Kilometer. Holy moly. Dann sind wir mal auf der Road und damit machen wir wieder ein bisschen Musik an, auch wenn sich das jetzt nicht wirklich lohnt. Am besten, komm. Beenden wir die Aufnahme an der Stelle auch. So. Schön einparken hier. Easy. Gutchen. Das ist das für die Folge auch gewesen sein. Haben wir an der Folge ein bisschen LKW gekauft, Garagen gekauft und sehr schön. Und da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt. Die erste Mission mit dem neuen Auflieger fahren, wie so mit der gleich wie früher. Ja, egal. Bis dann. Wo denn jetzt? Da.